Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch eine schöne Möglichkeit zeigen, wie wir aus einer gegebenen Seitenlänge ein Quadrat konstruieren können. Alles, was ihr hierfür braucht, ist ein Zirkel. Ich benutze wieder Stift und Schnur und ein Lineal oder etwas, womit wir einen geraden Strich ziehen können. Aber bevor wir jetzt anfangen, überlegen wir uns erst einmal, was ist unser Ziel? Wir könnten ein Quadrat ganz einfach konstruieren, wenn wir die vier Eckpunkte hätten. Wir haben hier nur zwei, also versuchen wir doch, die beiden anderen zu konstruieren. Und heute fangen wir mit der Mittelsenkrechten an. Dazu habe ich schon mal ein ganz ausführliches Video gemacht, deswegen hier einmal die schnelle Version. Wir gehen zu einem der beiden Endpunkte der Seitenlänge und wir wählen jetzt einen Radius, der auf jeden Fall über den gedachten Mittelpunkt liegt. Der Mittelpunkt liegt ungefähr hier, also wähle ich den Radius hier. Jetzt zeichne ich einmal einen Kreisabschnitt über den gedachten Mittelpunkt und einmal unter. Und wir merken uns jetzt diesen Radius und machen dasselbe von diesem Punkt aus. So haben wir zwei Schnittpunkte erschaffen. Und mit diesen beiden Punkten können wir jetzt die Mittelsenkrechte konstruieren. Die mache ich mal in grün, da es eine Hilfslinie ist. Das heißt, wir legen das Lineal an, sodass es durch beide Punkte geht und zeichnen die Mittelsenkrechte ein. Und was haben wir jetzt davon, dass wir die Mittelsenkrechte eingezeichnet haben? Es sind zwei schöne neue Sachen entstanden. Erstens, die Mittelsenkrechte ist parallel zu den beiden Seiten des Quadrates. Denn die Mittelsenkrechte hat hier einen 90-Grad-Winkel und die beiden Seiten müssen hier auch einen 90-Grad-Winkel haben, halt ein Quadrat. Der zweite Punkt ist, wir haben jetzt einen gegebenen Punkt mehr. Wir hatten als erstes die beiden Eckpunkte des Quadrates. Jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt bestimmt, und zwar den Mittelpunkt dieser Seitenlänge. Und das bringt uns eine ganze Menge. Denn was wir jetzt machen können ist, wir nehmen mit unserem Zirkel die Seitenlänge als Radius und wir zeichnen einmal von dieser Ecke direkt nach oben. Hier oben muss irgendwo der Schnittpunkt des Eckpunktes sein. Genauso auch von dieser Ecke. Wir haben wieder die Seitenlänge als Radius und der Schnittpunkt wird irgendwo hier oben sein. Aber es wird noch besser, denn wir können dasselbe ja vom Mittelpunkt der Seitenlänge machen. Das heißt, wir haben hier jetzt den Mittelpunkt der oberen Seite bestimmt. Und das eröffnet uns jetzt eine ganz tolle Möglichkeit. Denn wir können doch jetzt hier, wenn wir vom Mittelpunkt gehen, die halbe Seitenlänge als Radius nehmen und wir würden dann auf diesen Eckpunkt kommen und auf diesen. Ups, das war nicht gut gezeichnet. Mache ich nochmal so und einmal hier. Und dasselbe können wir jetzt auch hier oben machen. Wir haben wieder die halbe Seitenlänge als Radius und wir können dann hier oben die Eckpunkte konstruieren. Und hier. Und somit haben wir jetzt die vier Eckpunkte unseres Quadrates. Und alles, was wir machen müssen, ist, diese noch zu verbinden. Die Seitenlänge haben wir. Dann geht es einmal nach oben. Dann einmal hier. Und die letzte Seite. Und so einfach haben wir ein Quadrat mithilfe eines Zirkels und Lineals aus einer gegebenen Seitenlänge konstruiert. Geholfen hat uns heute die Mittelsenkrechte. Im nächsten Video zeige ich euch noch eine weitere Möglichkeit. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und vergesst nicht, das Video zu teilen, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen und jetzt seid ihr dran.